noch, was da gerade angezeigt wurde. Ich glaube ja. Mein Geschäftspartner. Wollte ich doch gar nicht. Immer ich wollte eine doch erstmal die Tour ausbeuten. Jetzt. Ah, ich habe gern Besuch von Freunden. Neue Geschäfte, neuer Reichtum. Dafür reicht es nicht mehr. Okay, das war's. Dann schließen wir hier ab. Leb wohl, Eivor. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Dupi! Helm des Helden von Düflin. Cool. Auge für Auge. Guten Tag. Azar, ist alles in Ordnung? Düflins Reichweite. Nein. Alles wird wieder gut sein, wenn dieser Eselficker tot ist und als Vogelscheuche verrottet. What? Ich glaube, ich weiß, um wen es geht. Konstantinos ist nach Irland gekommen. Gestern Abend ging sein Schiff in der Bucht vor Anker. Ich bringe dir seinen Kopf. Ich weiß dein Angebot zu schätzen, Eivor, aber das wird nicht nötig sein. Er bedroht unseren Handel, oder? Ich schütze mein Geschäft und erweise meiner Partnerin einen Dienst. Nun gut. Doch nimm mir nicht meine Rache. Bring ihn mir lebend. Dann bis demnächst. Okay. Sein Schiff liegt in Düflins Bucht. Es ist zwischen Düflin und Kloster Richendlinsen. Also geht die Suche hier los. Tinas Schiff ist in die Bucht von Düflin eingefahren. Ich sollte ihn dort suchen. Genauso machen wir das. Du solltest auf den Steg springen, Fräulein. Die werden sofort angreifen. Flieg, Freundin. Hallo? Schon erwischt. Okay. Ist das da hinten? Was siehst du da oben, Sühnen? Glaube nicht, ne? Halt!
Doch, ist es. Siehst du? Hatte ich doch den richtigen Riecher. Na komm, trödeln hier rum. Zauber. Ich kann nicht laufen. Das war der Plan. Eine ehemalige Partnerin erwartet dich sehnlichst. Ah, dieser dreimal verfluchte Harpy, ihr sollte längst tot sein. Spar dir die Beleidigungen für euer Wiedersehen. So. Dann werden wir den guten Mann mal abliefern. Mit dem Pferd ging es schneller. Aber heute will ich mal laufen. Neuen Nachbarn Rom. Ja, du kannst mich mal. Ups. Ja, wo denn nun?
hatte gehofft, dich diesmal zu erledigen. Du warst schon immer unvorsichtig. Wenigstens nahm ich dein Auge und deinen Bruder, den winselnden Weichling, zusammen mit deiner kreischenden Hurenmutter. Na los, mach schon! Bringen wir es schnell zu Ende! Schnell? Oh nein, 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 mein lieber Konstantinos. Dies wird wahrlich einige Zeit dauern. Warum sonst habe ich all jene Gerätschaften geschärft? Ich werde dir deine Taten 10-fach heimzahlen. Du gibst einen erbärmlichen Kyklopen ab. Fahr zur Hölle! Sehen, was es dort gibt. Was hat denn eigentlich die Schriftrolle da zu bedeuten? Nein, Brief lesen, aha. Och, du Schlitzenden. Lied von Sieselbier. Sieselbier auf den Taschen von Kanashta blickt ihr. Muss ich das jetzt alles vorlesen? Nö. Brief von Flan. Mutige Eivor, als ich ein Knabe war, hielt ich mich für einen Abenteurer, doch meine Zeit mit dir hat mich eines Besseren belehrt. Ich bedauere nur meine erfolglose Jagd nach dem Schild des Kukulain, einem verschollenen Familienschatz. Solltest du es je selbst versuchen wollen, beginne an den Ruhestätten der Söhne des Njal. Du verdienst ihn so sehr wie jeder der Uinil. Flan, dein Waffenbruder. Eivor, ich hoffe, deine Reise verläuft angenehm. Azar lässt Irland so verlockend klingen, sicherlich machst du das Beste daraus. Azar kann recht direkt sein, aber es war sofort offensichtlich, dass ihr zwei miteinander auskommen würdet. Sie hielt schon immer Wort. In Refnatorp geht alles seinen Gang. Ich freue mich auf deine Rückkehr, Hethem. Wie kommen wir dann eigentlich wieder zurück? Eivor, der Tod deines Vetters, König Barit Mac Imal, betrübt mich sehr. Verdanke ich euch beiden doch mein Leben. Die Könige von Eilech wurden in ihre Schranken gewiesen. Doch fließt in ihnen das Blut von Ed Findliad. Also sollte man sie im Blick behalten. Solltest du dich in Ulaid einmal in Bedrängnis befinden, wisse, dass du einen Freund in mir hast. Fergal Obeyelnilsnim. Ach, ich komme da aus Sprache nur. Der Wald beheimatet viele Druiden und Heiden, die friedlich unseren Glauben leben. Wir sind dankbar, dass du die Kinder der Danu verfolgst. Sie haben die Lehren der Erdgeister missachtet. Wenn sie nicht aufgehalten werden, wenden sie sich noch ganz Eriu gegen uns. Unser Glaube schwindet vielleicht, aber ganz sterben wird er nie. Wir wollen nicht, dass das Werk der Danan uns befleckt. Mögen die Geister mit ihr sein. Gut. Haben wir das alles gelesen. Schon wieder Wache. Hallo? Hallo?
mehr, ja? So, über Tasten kleiner. Hallo? Schön, dich zu sehen. Ein neuer Tag und eine neue Reihe von Aufgaben, die Geschick und Lust an Gewalt erfordern. Interesse? Der Baum des Todes. Reda wurde eine großzügige Belohnung versprochen, wenn er nach einer vermissten Person sucht. Die fragliche Person ist der Erbe eines berühmten Webers, wurde offenbar entführt. Nun muss ich gehen. Auf bald. Also dann, leb wohl! Kletter doch mal da hoch. Ach, die geht nur auf den Geist. Ich glaube, da müssen wir auf die andere Flussseite. Auf geht's. Okay. Halt! In die Da war noch einer. Den Göttern, die du triffst, dass Eivor dich schickt. Genau. Jo, was gibt's denn noch zu erledigen? Gold, 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 Gold. Ich brauche dieses scheiß Rätsel. Oh, ich hasse diesen Scheiß. Ich hasse diesen Scheiß. Aber müssen da oder irgendwo auch noch Artefakte sein? Wieso werden die nie angezeigt? Wo sind die beiden Artefakte? Scheiße. Da fehlen mir auch noch zwei Artefakte. Das ist auf alle Fälle mal kein Artefakt.
Ich muss sagen, so langsam aber sicher geht mir das Gesuche auf den Geist.